Wir sind jetzt wieder bereit für eine unserer verrückten Heldentaten. Und zwar ist die letzte verbleibende, geht es um Sisyphos. Und die wenigsten wissen ja, dass der historische Sisyphos gar nicht tatsächlich mit reiner Muskelkraft gearbeitet hat, sondern er hatte einen handbetriebenen Grillföhn. Und wir haben das heute für euch nachvollzogen. Ihr müsst also diese sisyphoschen Ballone mit einem handbetriebenen Grillföhn ganz nach oben bringen, so wie einst Sisyphos. Es lohnt sich, glaube ich, sich vorher mit der Funktionsweise dieser handbetriebenen Grillföhns vertraut zu machen. So. Weil die müssen sehr schnell drehen, damit die genügend Kraft haben, um diese sisyphoschen Ballone hochzukriegen. Wer von euch zuerst seinen Ballon nach ganz oben, also sozusagen so rüber auf die andere Seite gebracht hat, der hat gewonnen. Aber es geht noch nicht los. Ah, du bist echt sehr, du bist zu clever für diese Spiele. Christian, du bist soweit. Wichtig ist, ihr dürft nicht so andotzen. Wenn ihr berührt, müsst ihr nochmal von unten anfangen. Ihr habt es auch verstanden? Ihr seid auch klar? Okay. 5, 4, 3, 2, 1, bitte. Boah. Ah. Den Handföhn zerstört, aber gleichzeitig gesiegt. Also ein Unentschieden. Wahnsinn.